sich auf den Tisch, Rock nach oben, String wird weggerissen und die Hose brauchen wir gar nicht aufmachen. Wir machen nur den Reißverschluss und hören den Loris da raus und klatschen den einfach drauf. Vorspiel, Küssenstreiche, immer bewertet. Es will das Vögel. Ja, gut, das ist Liebe, oder? Ja, gut, aber manchmal. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Video, Freunde. Frag nicht, ich lispel immer noch. So sieht's aus. Echt, nee, Kommentar der Woche muss erst noch. Kommentar der Woche, was war das denn? Warte mal. Da waren zwei, aber eins war besonders witzig. Da, wieder eine Petra. Wieder eine Petra war das, aber eine Petra B, nicht Petra Meier. Oder Petra Meier hat sich auf Petra B umbenannt, weil wir Petra Meier so oft jetzt erwähnt hatten. Auf jeden Fall, Petra B. Ich hab's leider gelöscht, ich Idiotin. Warte, und was war jetzt mit Petra B? Mir fällt's nicht mehr ein. Auf jeden Fall war es ein bekackter Kommentar, halt auch unnötig. Unnötig on fleek. Fällt mich mir ein, vielleicht fällt's mir nachher ein. Sorry, normalerweise merke ich was, weil ich die Screenshot, ich bin ein Opfer. So. Kommen wir eigentlich zur letzten Folge von Temptation Island, sonst wollte ich zu keiner mehr reagieren, weil ich eigentlich zu 2 bis 3 Folgen zu Ex on the Beach was sagen wollte. Weil das ist ja... Was ist das denn? Ich hab das gerade geguckt, ich bin jetzt bei Folge 11 und denk mir einfach nur so... Du hast nur eine Folge gesehen, ne? Zwei. Das ist echt hart. Am Anfang dachte ich Valentina, okay. Und jetzt denke ich mir einfach nur so, oh Gott, Freunde, wenn das unsere Zukunft ist, ey, dann springe ich aus dem Fenster, ey. Nee, ganz hart. Da wollte ich 3 Dinge wirklich zu sagen, zu drei Folgen was sagen. Aber die letzten beiden Folgen von Temptation Island sind auch nicht mehr so spannend. Außer diese hier, das ist Folge 8. Da gibt es noch eine Menge zu sagen. Und das machen wir jetzt einfach, okay, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Und der Kack-Lockdown lockt nicht zu viele von euch out. Bei mir geht's diesmal, weil ich ja schon weiß, was auf mich zukommt. Was diesmal auf uns zukommt, ne? Wir vertragen diesmal einfacher als den ersten Lockdown, ne? Starbucks hat weiterhin auf to go, ne? Shoppen tue ich jetzt online und spazieren über die Kühe nach dem Starbucks so und dann fertig. Deswegen, ich hoffe, euch zieht's auch durch da. So, fangen wir an. Jetzt ist das hier lauter. Jetzt ist das richtig hier, Freunde. Da kommt der Puff, können wir überspringen. Gucken wir uns das Statement von The Princess an. Allgemein schlecht, vermisse meine Frau. Ich will einfach so meinen Freunden die Arme schließen, die Zeit genießen. Der vermisst seine Frau und so. Um eine Folge vorher so, ja, können wir nicht mal hier die Stripperin holen, die für uns tanzen? Lapdance. Ja, den Lapdance. Da hat er die Frau nicht so vermisst. Bilder von Steffi aus der Villa angucken? Ja. Ja? Das Gute ist, dass ich mit Steffi schon ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Da ist er wieder, der Mo. Der Mo in schön. Hab. Und mal einen Schritt weitergehen kann, ne? Ein bisschen Hand anlegen. Hier vielleicht? Mhm. Ja, okay, das ist nicht so creepy. Ja, komm, Freunde, ne? Man kann auch jetzt übertreiben. Dass du dich was traut. War schon sehr nah so am Genitalbereich. Der sagt, das ist krass, dass der sich das so traut, ne? Dass der war schon nah an ihrem Genitalbereich, weil er das so sauber gemacht hat. Lässt sich aber selber die Muschel der Stripperin ans Gesicht und am Oberschenkel reiben. Da war ja der Muschel der anderen aber ganz schön nah. Und hier sagt er so einen Kommentar, oder was? Was ist das denn? Habe ich recht oder nicht? Nee, das stimmt. Oh, ey. Dass der sich das traut. War schon ganz schön nah im Genitalbereich. Aber vorher so... Der Oberschenkel riecht jetzt noch von der Stripperin, sag ich dir. So hardcore... Ja, bloß war ich jetzt zu lachen, Juri. So hardcore hat die sich an den gerieben. Ja, schon vergessen? Hast du doch gesehen. Popolöcher riechen immer. So, hat er sich am Oberschenkel gerieben. So. Sonja, kennt mich doch. So, weiter geht's jetzt hier. Aber es war jetzt nicht... Besonders solche Popolöcher. Im Genitalbereich. Was meint ihr jetzt klar, damit? Der Typ ist ein Schwachmat. Setz dich hier nicht nerven. Klar verletzt mich das im ersten Moment oder so, obwohl sie gar nichts großartig dafür... Ja, komm, halt deinen Mund. Nicht mehr?
weil ich besser mit der Situation umgehen kann. Aber ich finde das toll, wie sie das handhabt. So. Also ich bin mega stolz auch. So. Ja, ich freue mich für dich. Danke, Robert, egal. Ist aber also wirklich, so, da merkt man dann einfach so, wie krass sie ist, sogar allein, ohne mich so. Ja, ohne mich ist sie super krass. Und du? Daran merkt man, wow, was das für eine krasse Frau ist, so weil, alleine ohne mich, dass die gar nichts macht und so. Aber er bestellt erstmal die Stripperin. Er erstmal, Entschuldigung, RTL 2, Temptation Island VIP, wir haben doch hier die Hupfdohlen. Könnt ihr mal bitte kommen oder was ist hier los? Boah, Alter. Was hätte der gesagt zu der ganzen Geschichte, wenn die sich die Stripper, wenn die ihre Dödel an ihren Oberschenkel gerieben hätte? Was hätte der dann gesagt? Wahrscheinlich das Gleiche. Ja. Alles in allem kann ich auf jeden Fall beruhigt schlafen gehen. Ich hoffe, ich bekomme keine Albträume, weil der Typ war schon ziemlich nah am Höschen. Man kriegt ja schon wieder Hass, ne? Ich wollte eigentlich keinen Puls heute schieben, ey. Aber ich werde das schon packen. Weg mit dir! Dieses Experiment. Hä? Erstmal die Fluppe. Weg mit dir, ey. Echt. Oh, jetzt kommt das Wichtige. Fächchen, ihr müsst alles so komische Geräusche von euch geben. Ruhe jetzt, wir haben übrigens einen dritten Hund jetzt, ne? Flohsack ist voll. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Experiment unserer Beziehung nicht schaden wird, sondern Nein. dass unsere Beziehung einfach nach Temptation Island genauso gut sein wird, wie sie auch davor war. Und die Scheiße ist ja, Freunde, der hat auch noch recht. Julia Siegel hat so wenig Selbstachtung vor sich selber und so wenig, Selbstachtung, Würde. Die sind einfach total noch zusammen und die waren erst mal 3 Wochen auf den Malediven. Da hat er übrigens einen Unfall gehabt. Gönne ich niemanden, aber Hashtag Hammer. Ja, also sage ich immer nur dazu, aber es gönne ich niemanden, das war scheiße, das war echt übel, sowas, ne, ist immer kacke, gönnt man niemanden sowas. Aber worauf ich hinaus will, ist, die waren 3 Wochen erstmal Malediven. Also ich finde, das ist wie Flitterwochenurlaub, oder? Die haben nochmal ihr Gelübde neu aufleben lassen. Ewige Treue. Come on, Alter, die lügen sich da alle gegenseitig in die Taschen und denken, sie haben ihre Traumbeziehungen. Ey, oh, und dann sehen die das auch noch schwarz auf weiß, dass es eben nicht so ist und trotzdem noch so, hä, was denn? Super Typen habe ich. Der ist treu, der ist loyal, der ist ehrlich. Hä, was denn? Das Beste ist bei der Aussprache, die kommt noch. So eine Zeit hier verändert natürlich auch jeden so ein bisschen. Julia redet natürlich auch viel mit ihren Mädels dort über die Beziehung. Und da hören wir uns jetzt mal eine Aussage an. Sie beginnt langsam eine Wandlung zu machen, die ich sehr, sehr gut finde. Und gesteht sich selber auch ein, einiges in ihrem Leben ändern zu wollen. Und hat sie was geändert? Nix. So viel hat die geändert. Was glaubst du denn, was Jasmin damit meint? Sorry, ich bin jemand, ich interpretiere nichts in Aussagen, egal von wem rein. Daraus kann ich einfach nicht schließen. Übrigens, habt ihr schon festgestellt, auf was ich hier sitze? Aber kurz ansprechen, so by the way, auf dem Stuhl. Wir haben einfach unsere Couch verkauft, weil wir davon ausgegangen sind. Unsere Couch hat eine Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen. Wir haben dem ganzen Spaß 2 bis 3 Wochen Zeit gegeben. Grüße an Höfner gehen raus. Die Couch kommt erst am 8. Januar. Nach insgesamt dann 5 Wochen, ne? 16, glaube ich. So, müssen wir uns damit abführen, die nächsten Folgen. Wie über Julia. Die Julia wollte, glaube ich, diese sensible Seite gar nicht zeigen. Nichtsdestotrotz hat die Julia mir erzählt, dass egal was Ludwig für eine Rechtfertigung hat, ihr Vertrauen nicht mehr so ist wie vorher. Und dann erstmal nach Malediven. Ja, moin. Julia ist eine richtig taffe Frau, oder wie war das noch? Ja, taff. Die ist gar nichts. Die ist ein Opfer ihrer selbst. Sorry, ich habe damit kein Mitleid mehr. Das ist einfach eine Katastrophe. Ich bin mir zu 200% sicher, dass Tricks. Egal, was ihr gezeigt wurde, wenn ich oder auch alle, die hier mit dabei sind, irgendwo das aufklären können, dass dann unsere Beziehung langfristig keinen Schaden daran haben wird. Sie wurde gedemütigt. Das stimmt. Das wurde sie er. Wurde sie wurde bloßgestellt. Ja. Meiner Meinung nach ist der Ludwig nach wie vor ein Lappen. Sie ist eine klasse Frau. So ein Deppen hat sie einfach nicht verdient. Und ich biete mich ganz normal jetzt an. Und dann schauen wir mal weiter, wie es geht.
Sorry, kann ich nichts damit anfangen. Glaube ich nicht dran. Aber offensichtlich hat sie irgendwas gesehen, das ihr nicht gefallen hat, aber. Ich weiß, dass jede Situation, die hier passiert ist, ich ihr ganz problemlos erklären kann. Ja, weil sie eine gutgläubige, ohne Würde und Selbstbewusstsein Alte ist. Boah, weil die alles glaubt, weil die Aussprache dann am Kamin von beiden, die müsst ihr euch reinziehen, die müssen wir uns gleich zusammen reinziehen. Hast du überhaupt das Gefühl, dass du irgendwas erklären müsstest? Nein, wenn man das Gesamtbild sieht, was hier passiert, dann weiß ich, dass es absolut in Ordnung ist, was ich hier. Es ist völlig normal, mit anderen Frauen im Bett zu schlafen, zu übernachten. Es ist völlig normal, sich gegenseitig geil zu finden, im Pool nackt miteinander zu schwimmen. Und es ist alles völlig normal. Ach, come on. Er hat Angst, glaube ich, dass Julia aus dem Konzept gebracht wird, wegen dem allein im Bett schlafen. Ich glaube, ich muss tatsächlich zumindest mal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller wäre zu sagen, hey, Moment mal, meine Beziehung ist mir wesentlich wichtiger als irgendein. Jetzt am Ende von Temptation Island VIP kommt hier der Lustmolch, wie hieß der noch? Bums Ingo, kommt er auf die Idee zu sagen, ja, vielleicht so in Folge 8 kommt er auf die Idee, ja, vielleicht ist das ja gar nicht so gut, das, was ich bisher gemacht habe, und sollte vielleicht einfach mal treuer sein und loyal und ehrlich sein. Ach, du Vollidiot. Ludwig, Alter, komm, Junge. Mach dich verrückt, Alter. Mach dich verrückt, Junge. Guck mal, wenn ich dir was erzähle, du nimmst das auf. Du erzählst ja, den genau Kevin, eben, so Kevin ist es. Will, was denkst du, geht da Input verlieren? Auf ist es letztendlich auf jeden Fall. Hör mal, welchen Lack haben die denn jetzt diese Woche schon wieder geschnüffelt? Das ist doch keine stille Post. Nee, das ist hier Temptation Island, wo die Kameras auf ein Gesicht gerichtet sind, wo man das sieht, was sie tun. Nicht, dass man das hört, was sie tun, sondern man sieht, was sie tun. Und die quatschen sich jetzt ihr Verhalten einfach schön. Die quatschen sich das eigene Verhalten einfach schön. Die beiden auch, ja, leck mir am Arsch. Accessoires. Und hier habt ihr Accessoires. Das war, fand ich sehr sexy. Julia guckt ganz dezent in die Kamera. Sie ist eine super attraktive Frau. Sie weiß, was sie will. Sie weiß, was sie will. Nee, das weiß sie eben nicht. Das ist ja der ganze Witz an der ganzen Story. Die weiß eben nicht, was sie will. Ich habe eben ganz klar gemacht, was ich will, korrekt? Das ist, die Frau weiß, was sie will. Was wollte ich eben? Zu Weihnachten gibt's für mich kein Fleisch auf dem Tisch. Punkt, aus, Ende. Das setze ich durch. Das ist, die weiß, was sie will. Und nicht hier Julia Mulia mit die falsch gefärbten Haare. Die weiß nicht, was die will. Eigentlich Ludwig in blond und jung. Passt wie die Faust aufs Auge. Moin, ich bin der Tom. Ich bin ein Frauenversteher. Frauen auf. Er ist ein Frauenversteher, Alter. Ich lach mich weg. Ich habe die Folge gar nicht so wahrgenommen, als ich selber geguckt habe, merke ich gerade. Ich habe gar nicht gehört, was der für eine Scheiße von sich labert. Wir gucken uns das nochmal an. Jetzt lasst euch alle Frauen, ich weiß ja, 80% sind Frauen, lasst euch mal das jetzt wie Öl am Körper runtergehen. Guckt nochmal in sein Gesicht und sagt, nachdem er das ausgesprochen hat, was er über sich denkt, was ihr dazu denkt. Achtung! Moin, ich bin der Tom, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Hamburg. Ich bin ein Frauenversteher. Frauen. Kommt das hin? Ja? So mit so grauem Bart und so. Kommt hin! Kommt hin! Ach, mit diesem Mikro, ne? Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, das nervt mich zu Tode. Grauer Bart, Alter, rasier dich erstmal. Körper? Körper gut. Körper gut. Bis hier. Ab hier? Das? Nein. Nein. Frauenmagnet. Ich liebe. Frauenmagnet. Nein. Nein.
Und dann warte mal, ein paar Stirnfalten noch, warte. Sehe ich jetzt aus wie 32? Ein Gefühl, was Frau in welcher Situation braucht. Der totale Durchblick. Wie heißt der Lustmolch jetzt nochmal? Wie hieß der? Ludwig? Komm, ich. Nee. Lustmolch. Ludwig? Nee, der Blonde hier, der Frauenmagnet, der aufreißt. Nee. Hier der Typ, der die super taffe Frau hier beeindrucken will. Genau, das ist einfach irrelevant. Mit seinem Hemd finde ich auch, das ist total frauenaufreißerisch. Total! Da ist er wieder, die Lache. Guck mal, der geht gar nicht. Der denkt wirklich, der ist der Shit. Guck mal. Aber wir haben ja schon gesagt, man sagt nicht, dass einer hässlich ist. Man sagt, das ist... Nee, Lippen zu. Und dann so schief noch. Juan für Amo oder was spielt der? Fly? Lass ihr das. Sei ein Gentleman. Ja, der hat das ist ein Totenkopf. Also. Der hat einfach einen Totenkopf auf der Brust. Aber auch geil, ne? Als Frau, ne? Wenn du dann so oben drauf sitzt, ne? Einfach mal so einen Totenschädel. Ein oberflächlicher Bekannter, der hat einfach auf seiner Brust tätowiert. Ich finde, man muss bei sowas mal aufpassen, ehrlich. Der hat einfach seine Mutter rechts auf der also ein richtiges Porträt von seiner Mutter. Und seinen Vater hat er links. Richtige zwei krasse Porträts, lebensecht. Was machst du beim Schnackseln? Jetzt hast du ernst gemeint, hör mal, ich hatte doch keine Lust, da jedes Mal, wenn du über mir liegst oder so, deine Eltern zu sehen dabei. Jetzt mal Butter bei der Fische. Da verwechselst du da die Namen. Ja, moin, Carsten. Boah, hör auf. Alter. Ja, moin. Wie heißt deine Mutter nochmal? Ja, moin. Was ist das denn? Da habe ich auch dann mal gesagt, wie kannst du, das ist ja schön für die Eltern, aber wie kannst du das dir mitten auf die Brust und auch noch schlecht, also geil gemacht, aber einfach nur riesen Porträts auf die Brüste. Da hast du einfach Schnackselei mit der kompletten Familie. Da habt ihr einen Vierer. Nee, zwei, drei, doch vier. Vier, super. Nee, gar nicht, finde ich. Oder? Also, oder? Stell dir mal vor, du müsstest meinen Vater angucken dabei. Weil ich in lebensecht sein Face hier hätte und meine Mutter hier. Stell dir das mal vor. Ganz krass finde ich auch Frauen, die den Namen auf die Hintern machen lassen von dem Typen. Und der neue Typ sieht dann jedes Mal den Namen hier. Hier ist am Finger schon. Ah, oh, da fällt er mir ein, der Kommentar von Petra B. Da haben wir ihn. Wegen meinem Ex-Freund, wegen dem Tattoo auf dem Finger. Kommentar war, Yvonne, ja, du redest davon, weil andere Frauen, was, dass die sich billig geben, verhalten oder klein, aber selber hast du Tattoo von einem Ex am Finger. Ja, liebe Petra B., ich kläre auf, weil das eine ganz andere Bedeutung für mich hat. Und der Patrick kennt diese Bedeutung. Und auch viele meiner Zuschauer kennen diese Bedeutung, warum ich diese Tätowierung lasse. Also halt gefälligst am Maul, wenn du von Toten und Blasen keine Ahnung hast. So, Kommentar der Woche. Next. Was ist? Hat die Angst? Und es gibt den anderen zwei Flitzpiepen auch noch eine Kaustange. Hör zu. Ich nehme diese Hundeleine. Was ist das denn? Was hat er auf dem Kopf? Ich sie dir rum und ich will, dass du vor mir läufst wie ein Hund. Oh, ist das cringe, ey. Oh. Ja, das war eine kleine Einlage. Einfach um den Abend ein bisschen zu beschmücken. Ich hab das gar nicht gesehen, komm mir vor. Ich hab das gar nicht gesehen, was Julia da wieder bringt, ey. Guck mal, die können gar nicht tanzen, stehen da auf dem Tisch und machen einer Pupfdohle. Okay. Und was die eine Villa kann. Wer ist das für interesting, Freunde? Ja, wir hatten ja das Lagerfeuer und der Ludwig, der hat sich richtig Gedanken gemacht. Er war angreifbar, aber dann, der hat die Mails gesehen, da war die Julia, da war die abgeschrieben. Ja. Geiler Song. Wenn du das siehst, denkst du dir, der kann was beim Schnackseln? Guck mal. Guck mal, das Gesicht. Guck mal jetzt, wie er tanzt. Guck mal.
Der ist eine richtig linke Ratte. Der so, ich habe die Stimmung angeheizt und so und damit ist einfach mal so. Und regt sich noch darüber auf, dass der Lustmolch, also Bums Ingo, einfach immer Scheiße baut, aber pusht es jetzt ohne Hemd. Ohne Hemd, was bist du eigentlich für ein freier, Entschuldigung, Typ? Ohne Hemd, ohne Hemd, Baby. Mann, setz dich hin, halt dein Maul, ehrlich. Und die erste Hupfdohle, genau, ohne Hemd, ohne Hemd. Oh, cringe! Guck mal, sie. Was war das? Was machen die da? Krieg ich einen Keks auch bitte? Ein Bio-Spekulatius? Warte. Danke. Was soll denn das? Nein. Bedarf dieses Theater gerade irgendein Kommentar von mir? Gut. Ja, morgen schäme ich mich wieder. Morgen schäme ich mich wieder. Warum machst du es dann, du Hupfdohle? Scheiße. Scheiße, dass ich das getan habe. Oh Mann. Oh Mann. Ich kann eigentlich gar nicht tanzen und ich mach das normalerweise auch nicht. Ich kann eigentlich gar nicht tanzen. Nee, ja, kannst du wirklich nicht. Mhm. Und normalerweise mache ich das nicht. Kennt ihr die Frauen, die direkt mit dem Typen ins Bett gehen und dann sagen, nachdem sie dann genagelt worden sind, eigentlich mache ich sowas gar nicht. Der Mann denkt sich nur so. Nutte. Hör was? Ich schäme mich vor, ich kann das nicht. Würde ich mich auch. 1:0 für die rothaarige Inga. Hässliche? Die ist nicht hässlich. Sie ist einfach nur da. Nein, die ist hässlich. Nein, die ist da. Der erste Guck mal, die. Tendenz von der Sarah. Was macht die da? Ich hoffe mal, dass ich noch ein paar weitere. Hast du es gerade gesehen? Ja. Habe ich auch so ausgesehen, als du dich getanzt hast, als du Geburtstag hattest? Nee. Oh Mann, Gott sei Dank. Ey, übrigens, ich habe morgen wieder Geburtstag. Halt mal, gib mir noch einen Keks, bitte. Es kommt die nächste Hupfdohle. Danke. Soll ich mich hinsetzen? Nein, du brauchst nicht hinsetzen. Ich kann mich hier nicht bewegen mit den ganzen Kabeln. Habe ich so auch vor dir gestanden, Schatz? Habe ich? Fast. Ich hau dir eine rein. Ja, also irgendjemand musste das Zeug ja wieder wegwischen, ja. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Lieber! Was sagt man denn zu dem? Wer hat eigentlich Geburtstag? Der? Ja. Mir fällt aber kein Name zu dem ein. Ich weiß gar nicht, was der gemacht hat. Happy Birthday, lieber Jay! Jay! Happy Birthday! To you. Du! Du! Nochmal du! Nochmal du! Nochmal du! Good. Bravo! Okay. Happy Birthday, Mr. President! Happy Birthday to you! So, machen wir weiter? Nein, das zeigst du aber nicht, oder? Du hast doch gerade ausgemacht zum Pause machen. Direkt weitergemacht. Weiter geht's. Flitzpiepe. Mädchen, sollen wir dich meiner Kamera zeigen? Komm mal zu Mami. Oh, keine Angst. Hallo. Mädchen, ganz schüchtern. Die ist noch nicht so verdorben wie wir alle. Oh. Oh, du riechst gut. Nicht so wie gestern. Hey, alles Gute. Danke dir. Hey, ihr müsst erst auf euch seinen Kuchen abbeißen. Oh. Auf deinen Geburtstag. Das habe ich irgendwie in der Luft. Auf deinen Geburtstag. Das können wir jetzt nicht mehr zeigen. Alter. So, hat ihr den noch angeguckt? Hast du das nicht gesehen? Ja, und was spricht dagegen?
Auf deinen Geburtstag. Dödel auf den Kopf. Ja, egal wo. Überall, auch auf den Kopf. Ja. Ich wünsche mir Geburtstagssex von dir. Ich wünsche mir Geburtstagssex von dir und sie so. What the fuck? Alter, ist das creepy mit der Leine. Ja, ich wünsche mir Geburtstagssex von dir. Sie vorher noch so, weißt du, so. Dödel auf den Kopf und dann so, er spricht es aus, was sie eigentlich gesagt hat und sie dann so. Ich sag dazu nichts. Ah, danke schön. Ich sag dazu nichts. Ich wollte den Keks essen. Und dann ging ja mal so richtig die Roxy und der Jay ab vorhin bei Shades of Grey. Wer lässt das den Stripper hier raushangen? Ach, jetzt weiß ich, Jay, the Stripper. Hier. Aber das Problem ist, sie kann nicht tanzen. Er wollte sie gerade so rumschleudern mit ihr hier wahrscheinlich ein Duett machen. Die hat richtig Nacken. Aber mit ihren Ohrbeinen klappt das nicht so ganz. Hallo, holla die Waldfee. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Jay auch... Ja, komm, weiter geht's, Alter, brauchen wir nicht. Eigentlich. Die Rotze voll. Es reicht so viel Kopfkino. Viel zu viel. Hast du gesehen, wie die gerade die Treppen hochgelaufen ist? Wie ein Bauer. Bam, 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 bam. Oh, du bist noch ängstlich, ne? Du kleine Zuckermaus. Hast du Dreck an der Muschel? Sand. Oh, oh, oh nein, nein. Was machen die jetzt da drin? Kannst du nicht sagen. Oh nein, nein. Das ist die Szene, wo ich gesagt habe, keine Frau macht es sich so selber. Ah. Keiner. Boah, ist das schlecht. Das ist so schlecht geschauspielert von der Ollen, ey. Wenn, dann würde ich da rauskommen und würde in der Kamera da noch reinzwinkern und würde sagen, wenn schon, aber so dämlich. Jetzt grinst die doof und hat noch in die Kamera geguckt. Boah, ist das eine Schauspielerei. Guck, wie die in die Kamera guckt. Du Blöde. Guck mal. Guck die Kamera auch auf mich. Ist die gerade auf mich gerichtet? Wie wirkt die sich? Oh, ist das schlecht, ey. Grinst sie noch so dämlich weiter. Oh, du Opfer. Hab nichts mehr mitbekommen. Ja, ihr könnt gern bei dir schlafen. Dann schlafe ich auch hier. Ja, dann schlaft sie jetzt. Die nächste Nacht, wo zwei Hupfdohlen bei dir im Bett pennen, ne? Ihr könnt gern beide hier schlafen. Und 20 Minuten vorher noch, ich muss die Taktik ändern. Ich will Julia nicht wehtun, ich schlafe alleine. Das geht so nicht und ich muss es ändern. 20 Minuten später, ihr könnt beide hier schlafen. Und da hat wieder irgend zwei Hupfdohlen wieder ihre Muschel an den Oberschenkeln gerieben. Was ist denn das eigentlich auch? Habe ich meine Muschel auch an deinem Oberschenkel gerieben, als ich mich ausgezogen habe? Nein, nicht so. Nee, kann doch gar nicht sein, ich hatte gar keinen Halt. Nein, ich meine, wo die beiden Beine hier stehen und sie dann so hoch und runter gehen. Das habe ich so nicht gemacht. Komplett nackt saß ich auf dir, ja. Das ist was anderes. Ich rede doch jetzt hier. War echt eine nice Nacht. Hat Spaß gemacht. Geil. Aber für mich weiß, dass ich das Urvertrauen, was ich habe, verloren habe. Habt ihr das gehört? Die wollen erst drüber sprechen, bevor sie Schlüsse zieht. Aber das Urvertrauen hat sie verloren. Dass die alte dicke Scheiße labert, wissen wir jetzt alle. Die waren 3 Wochen auf den Malediven danach. So, aber Urvertrauen ist natürlich weg. Waren 3 Wochen auf den Malediven. Und dass die Aussprache, die ist, die kommt gleich. Dies ist der Hammer. Das ist für mich eine Tatsache. Das ist eine Tatsache für Julia sie. Julia ist eine mega starke Frau. Total starke Frau. Wie stark sie nämlich ist, sehen wir dann bei der Aussprache. Ich wusste aber gerade, die stärksten Frauen sind oft die, wo einen ganz weichen, sensiblen Kern tragen in sich und... Mein Kern ist extremst weich, deswegen... Der Kern ist nicht extremst weich. Der Kern ist leider extrem... hohl? Nein, nicht hohl. So. Krank. Krank. Sie krank. War mein Kern auch.
Ja, also deswegen, ich stelle mich da nicht höher oder niedriger oder gleich, sondern das sind oft Frauen, ja, eigentlich auch Männer, also das gibt es auf jeden Fall oft, dass ich, das wirkliche Ich, nämlich ein ganz kleines, verletzliches Kind ist. Ja, und das ist bei Julia Siegel das Ding, die ist noch nicht austherapiert. Die denkt, die ist austherapiert, aber das ist sie nicht. Ich bin sehr, sehr emotional und das weiß aber auch jeder, dass man dann eine Wand vor sich hat. Und ich finde, das ist nichts Verwerfliches. Ich finde, ein Mensch, der von sich weiß, dass er eigentlich so sensibel ist, muss das auch machen. Nee. Sag ich ja, die ist nicht austherapiert. Nee. So funktioniert es eben nicht. Die Zeit vor mir war bei ihm sehr wild. Sehr, 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 sehr wild. Er war. Und die Zeit mit dir ist auch sehr, 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 sehr wild. Du redst ja die Scheiße nur selber schön. Auf Frauen nicht treu. Er ist dir auch nicht treu. Und er ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen in seinem früheren Teenager-Pubertäts. Da ist er auch immer noch drin, ne? Verhalten drin. Und das finde ich grenzwertig, weil ich habe gesagt, klar, feier und genieße es, zeig dich. Aber zeig dich nicht nur beim Feiern. Das ist. Ey. Klar, zeig dich beim Feiern und so und genieß es, aber zeig dich nicht nur beim Feiern. Kann man nicht auch mit Stil feiern? Muss man so feiern wie dieser Vollpfosten? Die Fell spielt wieder mit sich selber. Oh, halt den Mund, ey. So, weiter geht's hier mit den Hupfdol, mit dem im Puff hier. Krieg ich noch einen Keks? Danke. Ah ja, genau. Kommen wir zum Lagerfeuer nämlich jetzt. So, jetzt sind wir am Lagerfeuer. Das fand ich richtig geil von Willi, ziemlich dumm von vom Bums Ingo. Passt auf. Wir befinden uns ja eigentlich auf der Zielgerade. Wie geht's euch? Ich hatte schon bessere Tage. Warum? Ich bin ernsthaft nervös. Das dritte Lagerfeuer war echt, war nicht gut. Achtung. Wir schauen uns die Bilder gleich mal an. Mhm. Okay. Ich brauche euren Beistand. Genau, weil die Hände, der Beistand, der hilft mir, das besser zu verkraften, dass mein Typ eigentlich doch nicht so der ist, den ich mir vorgestellt habe. Aber da wir bekanntlich uns immer alles schönreden, ne? Ja. Würdest du sagen, zieh mal die Hose ein bisschen runter? Er hat gesagt, so zieh mal die Hose ein bisschen runter und dann würden da so weiße, dreckige Nägel an deinem Arsch massieren. Was würde ich tun? Wie beim letzten Mal auch, deine Kniescheiben habe ich ja auch komplett schon amputiert, würde ich ja auch deine rechte und linke Arschbacke amputieren. Und damit gegen die Eier klatschen. Finde ich natürlich nicht so cool irgendwo. Ich sag ja auch nicht zu den Jungs, ja, zieht meine Hose ruhig noch weiter runter oder so. Genau. Finde ich nicht schön. Mhm. Ich habe noch mehr Bilder für dich. Heute erwischt es mich richtig. Wir haben wenig Sex und so, gell? Da kann ich offen und ehrlich sagen. So am Anfang der Beziehung hatten wir natürlich oft Sex und so. Bam! Was redest du mit Fremden und im TV, wie oft wir miteinander schnackseln? Willst du mich verarschen? Mittlerweile ist das echt selten geworden, also wirklich selten. Es ist keine Demütigung, nein, nein, nein. Wisst ihr nämlich was? Diese Christina von Couple Challenge, die ist ja auch bei Ex on the Beach, weil ich mir gerade reingezogen habe. Ja, auf jeden Fall. Da bei Couple Challenge ist die Assi und Agro. Aber bei Ex on the Beach finde ich die mega. Weißt du wieso? Die hat sich von ihrem Typen getrennt, weil der bei Temptation Island nämlich eine nur geküsst hatte. Ich weiß. Ich kenne die Folge. Die ist da trocken und sagt, nein, ja, aber verpiss dich, geht nicht mehr. Salvatore hat auch mehr gemacht, als nur geküsst. Also. Ja, aber ja, alle haben da das auch gemacht. Ja. So, weißt du, in diesem... Und die sagt einfach trockenhart, nein, verpiss dich, gibt's nichts mehr. Die ist total immer noch verletzt. Das sieht, die hat ja geheult, die ist ja weggelaufen bei Couple Dings und hat geheult und voll fertig. Aber Alter, die sagt bei Ex on the Beach, als sie den ja wieder geholt haben, er hält mit dem vom Hals. Ich will mit dem nichts mehr. Und der hat nur eine geküsst. Und die ist einfach, die sagt so, verpiss dich, ich brauche dich nicht. Geh! So muss das sein. Das ist richtig. Aber alle hier lassen sich auf der, außer jetzt hier, die Willi hat nichts gemacht in der Sendung hier, aber alle lassen sich hier auf der Nase rumtanzen, wobei Roxy Moxy auch nichts anbrennen lässt, aber ey, die anderen beiden, wow. Selten geworden.
Und Christina hat nämlich auch gesagt, das sind Bitches. Die sind hier gebucht, das sind Bitches. Und du küsst hier eine von denen? Ha. Die Mädels sind ja ganz heiß auf uns. Wir können ja einen Lapdance mal kassieren. Ja. Was hältst du davon? Was ein Idiot. Da. Da reibt die ihre Muschel und Popoloch an ihm. Ja, ist doch so. Ja, natürlich ist es so. Die ganze Scheiße, im wahrsten Sinn des Wortes, ist nur 2 Zentimeter voneinander entfernt. Ja. Alter. Guck mal, die reibt so den Dödel. Das hast du auch gemacht. Du bist mein Partner. Guck mal. Der Blick. Ja. Guck mal. Oh shit, sagt der. Oh shit. Halt der Maul, du ekelhafter Freier. Erstmal ohne Spaß. Ja. Der redet die ganze Zeit über Kinderkriegen mit der und ja. Das ist meine Frau und so. Ja. Und, ja. Erstmal ganz ehrlich. Siehst du? Danke. Also erstmal Spaß, was sagt das? Ja. Ekelhaft oder nicht? Also stell dir mal und vor. Und die macht noch schön was später bei dem. Die haben Kinder irgendwann wirklich, Alter. Ja. Was willst du erzählen? Das ist dein Daddy. Ja, aber ich bin ja selber ein Opfer meiner selbst und deswegen gebe ich mich gern mit Scheiße zufrieden. Er hat seine Hände immer weggehalten, ne? Komplett. Das interessiert. Und Julia, der hat seine Hände immer weggehalten. Die hat ja überhaupt keine, die hat überhaupt keine Wertvorstellung, ne? Die alte, oder? Der hat seine Hände immer so weggehalten, hör mal. Ja, ich habe nur mit der geschlafen, aber ich habe sie nicht angefasst. Genau, ich habe nur meinen Dödel hingehalten. Die ist selber drauf gesprungen. Ich habe sie nicht angefasst. Ja. Oder? Was, Julia, ich erkläre dir mal was. Der Typ sitzt vor der Kamera. Das nennt man entwürdigen, demütigen. Indem man sagt, Temptation Island, ey, jetzt kannst du mal die Hupfdullen kommen lassen. Mann, ein Mann mit Stil, mach das nicht. Nicht vor der Kamera. Schon mal gar nicht vor der Kamera. Meine Herren. Schon mal gar nicht jemand, der wirklich, wie du sagtest, nämlich sagt, meine große Liebe, ich liebe sie so sehr, ich würde auch auf Kinder verzichten. Aber auf einen ekelhaften Lapdance-Strip, nee, da kann er nicht drauf verzichten, da bittet der RTL 2 wirklich darum, RTL bittet er darum, er kann es nicht mal kommen lassen, haben wir das jetzt nicht mal verdient? Auf ein Kind kann er verzichten, aber nicht auf eine fremde Muschel oder was? Ja, Freunde, ja moin, ey. Wo der die Hände hat, das ist mir dann in dem Fall auch genau. Scheißegal. Liebe Julia, das sagt dir eine 20-Jährige, sagt dir als 45-Jährige jemand. Aber ganz ehrlich, wir kennen ja die Folge schon das Ende. Ja, ich weiß, aber ich sag nur, eigentlich weiß sie's. Ja. Aber sie gibt sich halt auch mit Scheiß zu reden. Wie heißt die jetzt nochmal? Julia. Nee, die kleine Olle Steffi, hier. Steffi oder so, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Ja, Steffi. Sind die noch zusammen? Schönes Zipper. Ich finde die nicht. Er heißt Julian. Julian? Er heißt Julian, ja. Warum muss man die alle abonnieren und folgen, um das zu sehen? Kann ich jetzt nicht sehen. Vor den Frauen, so dass es auch so ein bisschen ein Stück weit mich bloßstellen. Ja, genau. Und Julia so, ja, könnte sein, ja, stimmt. Das ist ein Stück weit bloßstellen. So was habe ich gar nicht gedacht. Warum nicht? Na, weil ich eigentlich selber keine Würde habe. Ich weiß gar nicht, wie das ist, von jemandem so gut so behandelt zu werden. Ich habe gar keine Vergleiche. Trauerspiel, wirklich. Vielleicht gibt es da doch eine Seite an ihm, die... Vielleicht gibt es da doch eine Seite an ihm, die ich noch nicht kenne. Hat sie doch gerade gesehen. Die hat's doch gerade selber gesehen. Vielleicht gibt's ja doch da eine Seite, die ich nicht kenne. Oh, Alter. Warum sind Frauen immer solche Opfer? Der mir nicht gezeigt hat, verborgen hat und die dann jetzt rauskommt. Weiß ich nicht. Das, was ich gerade gesehen habe, ich weiß nicht. Ich muss mal. Julia würde sagen, erstmal drüber nachschlafen und nachdenken und analysieren. Ja, meinst du nicht, wenn die bei Temptation alle sowas machen, machen die privat sowas zu Hause auch? Also bitte. Ja, eben. Ja, okay, weiter. Heute keine Bilder sehen wirst. Weil diesmal nichts Schlimmes kam. Denn sie war da, der Lustmolch, der die kleine Schauspieleinlage von 0190 und 6 mal die 2 eingeblendet hat. Julia sieht auch keine Bilder. Ich sehe sie immer nur Party machen, feiern, Striptease hier, Lapdance da. Sag wieder genau der Richtige. Nochmal Livestream an, ne?
Hello. So viele da hier drin, fast 200 Leute. Freunde, was ist hier los? Da läuft hier rum der kleine Knöpp. Der ist schon fast stubenrein, der meldet sich immer, wenn er raus muss. Das Regal ist schief, genau. Es ist schief, jetzt ist er schon gemobbt. Du wirst gemobbt. Hier so. Kamera. So, weiter geht's. Weiter. Richtig professionell hier, oder? Das ist unsere Tonklappe. Sollte mir zumindest dadurch vermittelt werden, dass es Julia sehr schlecht geht und dass sie gegebenenfalls sogar unsere Beziehung anzweifelt. Dabei ich. Nö! Das ist einfach völlig normal. Also ich würde die Beziehung auch nicht anzweifeln, wenn zwei weitere Frauen bei meinem Typen im Bett liegen. Hä? Wie könnte ich auf die Idee kommen, oder? Also, wie kann ich auf die Idee kommen, die Beziehung anzuzweifeln? Ich bin mir sicher, dass sie was gesehen hat, was nicht genau der Wahrheit entsprochen hat. Ich bin sicher, das, was sie gesehen hat, hat der Wahrheit nicht entsprochen. Nee, aber der hat schon mitgekriegt, ne? Dass eine im String, also mit Schnürriemen zwischen den Beinen bei ihm Huckepack im Wasser war. Das hat der schon mitgekriegt, oder? Oder auch nicht? Was würde jetzt Lisha sagen, es wurde falsch geschnitten? Das wäre doch die Ausrede, oder? Meine Fresse. Fresse. Ich lispel. Meine Fresse. Mein Kiefer. Aber auch Bilder, da kann man ja auch denken, Ludwig. Danke, danke, der Willi sagt, bei den Bildern kann man das ja auch nur denken, danke. Nee, ist doch so. Ja, ist auch so. Findest du das, dass es... Ja, das ist deine Meinung. Ich klär auf, Bums Ingo, das ist unsere aller Meinung. Nur deine einzige, deine, nur deine nicht. Wow. Ludwig ist... Lustig ist er für mich. Willi, was für Bilder gab's denn von mir, die man nicht macht? So? Ach ja. Oh, du, der sagt gerade ernsthaft, Willi, welche Bilder gab's denn von mir, welche nicht so gut gewesen sind? Hör mal, haben die alle Alzheimer? Ich hätte gern auch den Lack, an den die schnüffeln, wo die alles vergessen. Dann würde ich vielleicht auch so einiges vergessen und würde nicht unter einer psychischen Krankheit leiden. Welchen Lack schnüffeln die? Kann mir das jemand sagen? Ich will die Drogen auch nehmen. Lisha nimmt diese Droge. Der Typ von ihr nimmt diese Droge. Die komischen Pharaos nehmen diese Droge. Von dem Gelübde-Erneuerung und der oder die Blonden brauchen wir gar nicht erst anfangen. Klar, hast du nicht mitgekriegt, du bist out. So, und jetzt schnüffelt der an derselben, an derselben Droge. Welche ist es? Ihr wollt es mir einfach nur alle nicht sagen. Gebt's zu. Gebt es zu. Ja, jetzt, Mann. Ludwig, sollen wir jetzt wieder drauf eingehen? Ja, und tob dich auch. Was für Bilder sind das jetzt? Ja, mal? Lässt er Lapdance über dich ergehen. Dann ja, lässt Mann. Er also Bauchnabel, lässt er sich da schlürfen, fummelt der ja. Am Arsch herum. Ich hab, danke. Ja, ich habe irgendjemand am Arsch rumgefummelt. Ach ja. Ich habe jemand am Arsch rumgefummelt. Nee, das wurde nur falsch geschnitten. Die Hand, die auf dem Hintern der Dame war, der Hupfdohle, das haben die... Warte, wie würden Pharaos sagen? Falsch synchronisiert. Die haben die Hand bei mir rausgeschnitten und bei ihr auf den Hintern gelegt, oder? Ja, moin, Freunde. Ludwig, die Bilder sprechen. Ja, dann lass doch mal ein Bild sehen, wo ich hier... Wo ich hier... Der sagt ernsthaft, lass doch mal ein Bild sehen, wo ich das gemacht habe. Das sagt er gerade ernsthaft. Ich glaube es nicht. Ehrlich nicht. Da gibt es aber ganze Sendungen von. Danke. Ich knall dem Ludwig das knallhart vom Latz, weil das ja. Wohl nicht bei ihm funktioniert. Der wird irgendwie nicht. Das funktioniert auch generell nicht. Wie gesagt, die waren ja 3 Wochen auf den Malediven. Wach. Wenn man seine Frau liebt, liefert man nicht solche Bilder. Was sagst du dazu, Ludwig? Du, also. Er lacht alles weg. Alles so in Ordnung. Sonst gar nicht. Willi übernimmt eigentlich das, was ich tue. Er sagt's einfach knallhart. Das hat mit Weglachen zu tun. Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Ansichten, die wir da haben. Hast du das verstanden? Das sind einfach unterschiedliche Ansichten. Ganz einfach. Also, wir haben einmal zu viert bei mir im Bett geschlafen und natürlich kann jetzt jemand einen Ausschnitt nur davon nehmen. Zu viert bei mir im Bett geschlafen, zu viert bei mir uns Bett geschlafen, aber das ist völlig normal. Der Nervenzusammenbruch von der Julia ist eigentlich auch völlig normal, oder? Ich hätte auch gesehen, ne? Boah, Alter. Du wirst jetzt Bilder von Julia sehen? Boah, ist der Typ durch, ey. Mhm. Als sie genau beim Einzellagerfeuer diese Bilder von dir Achtung. Gesehen hat. Jetzt guckt euch das an.
Und Bums Ingo wird jetzt sagen, hä, nein. Die lag gar nicht bei mir oben drauf. Gar nicht. Hä, nein. Ich kann dir aber sagen, in dem Bett lagen noch zwei weitere Personen. Also, da lagen noch zwei weitere. Na, das Thema hatten wir ja. Das ist natürlich, macht's besser. Um dir da die Angst gerade zu nehmen. Jetzt Achtung auf das läppische Statement von Bums Ingo. Ist ja alles normal. Genau. Was heißt normal? Finde ich auch. Sag er ja. Genau. Aber vielleicht hast du es doch ein bisschen unterschätzt. Habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Das habe ich auf jeden Fall unterschätzt. Ich hab's ein bisschen unterschätzt. Ich hätte diese Reaktion von ihr nicht erwartet. Vielleicht hat sich tatsächlich was in ihrer Grundeinstellung verändert. Hey, du bist doch vor die Wand gelaufen. Vor welcher Wand bist du gelaufen? Diese Hogwarts-Wand. Kennt ihr die Hogwarts-Wand? Wo du so durchläufst. 9 3/4? Ja, 9 3/4. Der hat aber die 9 3/8 genommen, Alter. Da ist der Kopf durch, aber der Körper ist geblieben. Zzz, weg. Kein Gehirn mehr. Der weiß gar nicht, hä, warum es dir so schlecht gehen könnte, der Julia. Hä, weiß der gar nicht. Hä, was denn? Ich hab total... Das scheint doch ein bisschen anders zu sein. Scheint doch ein bisschen anders zu sein. Der ist Unternehmer, ne? Wie kann man so unter Realitätsverlust leiden? Okay, da ist eigentlich das zu Ende. So, jetzt bleibt aber dran, Freunde, weil wir gucken uns jetzt diese cringige Aussprache an, wo man wirklich, das war Folge 9, ne? Ja, daran zweifelt, beziehungsweise wo man wirklich sagt, Julia, Alter, du hast doch nicht mehr alle. So, hier, Folge 10, das können wir abschließen dann noch, nämlich, das muss ich euch zeigen, weil das habe ich euch ja versprochen, weil das, guck mal, wie die guckt. Und dann so, ja doch, 3 Wochen Malediven. 3 Wochen Malediven ist völlig in Ordnung. So, jetzt guckt euch das an hier. Du hast keine Ahnung, was du gemacht hast und mir angetan hast. Du hast keine Ahnung, was du mir angetan hast. Aber übrigens, Schatz, ich habe 2 Tickets gebucht für Malediven, Liebesurlaub mit Hertie Mertzel, ist das okay? Aber du hast keine Ahnung, was du mir angetan hast. Boah, die ist 45. 45. Total tough, die ist super tough. Die sagt so, ich will mehr Aufmerksamkeit und Streicheleien, das will ich zu Hause auch haben. Aber ey, die sind mit 100%ig intakter Beziehung da reingegangen. Glaub ich auch. Pass auf, was die bei der Aussprache sagt. Die sagt bei der Aussprache sowas wie, ich wünsche mir ein Vorspiel und so. Danach habe ich alles gehört gehabt. Danach dachte ich, Yvonne, du kanntest alles. Du kanntest wirklich schon alles, aber noch nicht Julia Siegel. Da kommt Bums Ingo. Hallo Ludwig. Hallo Ludwig. Mal ein bisschen Respekt vor Ludwig jetzt. Respekt vor Ludwig, Alter, ja. Da habe ich mehr Respekt vor meinem Teppich. Den hege und pflege ich. Nicht den hier. Den Weißen. Den auch nicht und den vielleicht auch nicht, aber den dahin. Den Weißen, den guten für 50 Euro. Obwohl, genau, der war sogar teurer. Genau deshalb, weil ich einfach ja, ein bisschen unsicher bin, wie sie reagieren wird. Ich bin ein bisschen unsicher, wie sie reagieren wird, weil eigentlich habe ich mich total gut verhalten. So. Boah, wieder sieht. Alter. Und hoffe einfach, dass sie einigermaßen gute Laune hat und dass alles gut ist. Hier ist jetzt deine pass Julia. Auf. Showdown! Staffelfinale! Du musst mithören. Du kennst es nicht, ne? Doch. Was sie sagt, was sie sich von ihm wünscht, hör mit. Aber dann stecke ich mal hier die falsche Seite. Ach so, müssen wir das machen. Akku geht aus. Guck mal, ich werde schon langsamer. Freunde, wenn ihr gleich ausgeht, ist das, weil der Akku leer ist. Ich gehe davon aus, dass die Julia ihre Emotionen soweit im Griff hat und dass einfach letztendlich alles in Ordnung ist. Im Normalfall würde er mein Gesicht zwischen seine Hände nehmen und mich küssen. Im Idealfall würde er mein Gesicht in seine Hände nehmen und mich küssen. Ich hoffe doch auf sowas. Das ist doch, hör mal, du würdest von mir zur Begrüßung erstmal eine Ohrlasche kriegen. Erstmal eine richtig fette Ohrlasche. Jetzt Achtung. Achtung, jetzt wird's cringe. Akku geht leer. Nee, warte, ich muss so mein Mikro ziehen.
Er eben noch so. Und jetzt? Ich hab dich ganz, 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 ganz schrecklich vermisst. Und sie? Achtung, sie? Oh Gott. So, warte. Ja, so haben die gemacht, oder nicht? Fand ich jetzt nicht, aber okay. Wie denn? Ja, nicht so, Alter. Die hat doch so. What the fuck, Alter? So hat er doch gemacht. Nicht? Guck doch mal. Ich hab das perfekt nachgemacht. Warte, jetzt. Jetzt, da, guck. Ah. Ah. Also, nach dem Drama, was Julia gesagt hat und mit ihren orangen Haaren, wie ich wieder sehe, willst du mich verarschen, küsst du den so auf möchte gern leidenschaftlich mit offenen Augen? Also. Ja, ich liebe dich mehr. Also alles andere. So, guck, wie er sein Gesicht anspannt. Ja, siehst du, du machst es selber. Und sie ist so leicht zu manipulieren, sie direkt so, ja. Ich liebe dich mehr als alles andere. Boah, ich krieg Aggressionen. Boah, Alter, hab das jetzt? Dieses Schmatzen. Bist du sicher? 1000%. Sieh so, bist du dir sicher? Zu 1000%. Hör mal, Julia, bist du dumm? Bist du dumm? Jeder ganz Deutschland lacht über deine Beziehung. Ja, und du sagst jetzt aber, meine Beziehung, das ist eine Sache zwischen unter uns. Nee, ist es eben nicht. Wir haben alle mitgekriegt, was dein Mann für ein Mann ist. Das ist ja das ganze Problem an dem Drama hier. Wie soll man denn das doch ernst nehmen? Also dich. Ich weiß gar nicht, wie ich das meinem Vater erklären soll. Und meinen Kindern und so. Die Kinder saßen bestimmt spätestens, obwohl die sind ja von dir. Aber wenn es richtige Denkende sind, sagen die, Mutter, was ist denn mit dir schiefgelaufen? Du hast keine Ahnung, was du... Achtung, hört genau zu, ich muss es hören. Hört genau zu. Gemacht hast du mir... Erst lutscht die mit dem hier eine halbe Stunde und jetzt, du hast keine Ahnung, was du mit uns gemacht hast. Du hast keine Ahnung, was du mit uns gemacht hast. Oh, das ist doch psychokrank, oder? Ja, das ist... Guck mal, der Blick! Getan hast. Wir haben ganz genau vereinbart, wie ich mich hier zu behalten habe. Also ich kann und möchte ich mir eigentlich auch selbst nichts vorwerfen. Ah ja! Aber ich möchte auf gar keinen Fall die Julia in irgendeiner Art und Weise verletzen. Hasse aber! Hallo Julia, ganz glücklich siehst du... Und erstmal eine rauchen. Gerade im Moment nicht aus, Ludwig. Nee, im ersten Moment war ich sehr glücklich, sie zu sehen und ich... Und sie nimmt seine Hände. Ist das armselig, Alter. Nur weil er sagt, im ersten Moment war ich glücklich, sie zu sehen und sie nimmt seine Hände. Hör mir, der müsste auf Knien vor mir rumrutschen erstmal. Dass ich den überhaupt angucke. Auf Knien müsste der kommen und sich erstmal aufrichtig entschuldigen. Und er sagt nur, ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Und sie direkt ja und nimmt seine Hände. Sie nimmt seine Hände, sagt aber eine Minute vorher, du hast keine Ahnung, was du uns angetan hast. Hör mal. Die hört sich selber wahrscheinlich nicht zu. Nee, aber alle nicht da so. Nee. War glücklich, sie zu küssen und ihr zu sagen, wie sehr ich sie vermisst habe und wie sehr ich sie... Was hat er? Der weiß genau, was er erzählen muss, dass eine ambivalente, unsichere, unselbstbewusste, kranke Frau drauf reinfällt. Er sagte, ich war glücklich, dass ich sie küssen... Was hat der Fuchs hier gesagt? Sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, sie zu sehen. War glücklich, sie
war glücklich, sie zu küssen und zu sagen, wie sehr ich sie vermisst habe. Hast gesehen, wie sehr er sie vermisst hat, ne? Das haben wir alle gesehen, wie sehr er sie vermisst hat. Aber offensichtlich scheint sie einen Eindruck bekommen zu haben, der in keinster Weise meinen Empfindungen entspricht. Nein, ich liebe dich über alles auf der Welt. Oh Gott, Alter. Warum liebt sie ihn? Sie weiß nicht, was Liebe ist. Passt auf gleich, warum ich mir das Recht rausnehme zu sagen, sie weiß nicht, was Liebe ist. All das, was sie gleich sagt, was sie von ihm haben möchte. Willst du mich verarschen? Und dann liebt ihr den trotzdem. Für was? Pass auf. Dinge, die mir gezeigt wurden. Liebe. Mich würde wirklich interessieren, was für Bilder du zu Gesicht bekommen hast. Alle haben diese Bilder gesehen. Auch Willi, aber er selber so macht richtig auf Manipulation. Ich weiß gar nicht, was denn? Da gucken wir uns jetzt mal Bilder an und dann können wir drüber reden. Fuchs. Jetzt tut er so, ach, ja, okay. Was für gemeine Bilder. Hör mal, du weißt schon, dass du die aber produziert hast, ne, du Affe. Oh, sagt er. Oh. Das ist große Scheiße, was er da macht. Ganz große Scheiße, was er da macht. Und was hat sie gemacht? Jetzt grinst sie doof. Ich würd ihm links und rechts eine mitgeben, aber hier zu begrüßen gibt's erstmal einen Kuss von 3 Jahren, Alter. Boah, Alter Schwede. Was ich gesehen habe, ist nicht der Mann an meiner Seite. Was ich gesehen habe, ist nicht 100% Liebe. Sie nickt gerade noch dabei und hält aber noch seine Hand. Es tut echt weh. Wenn meine Kinder das sehen. Mein Vater. Ja. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, die Mutter lebt vor, dass das völlig in Ordnung ist, dass der Mann eine Frau so behandelt. Weil sonst würde sie sich trennen und würde den Kindern nämlich erklären, das, liebe Kinder, lasst ihr nicht mit euch machen, denn ich vermittle euch Würde, Selbstachtung, Selbstbewusstsein. Das ist nicht in Ordnung, liebe Kinder und liebe Welt und Frauen da draußen. Ich habe das gerechtfertigt die letzten Tage. Ja, und du rechtfertigst diese Scheiße immer noch, ey. Boah, krieg ich Hass auf die Frau. Wie kann man danach noch zusammen sein? Alter? Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich auch nicht. Da musst du echt durch sein. Ja, ich hab beide was vor. Es tut mir wirklich leid. Das hat mir auch, ich hab dies. Und sie, wie ein jammerndes Kind, ich bin danach zusammengebrochen. Ich hatte eine Panikattacke. Ja, und jetzt? Und jetzt? Juckt den jetzt auch nicht mehr. Das juckt den null. Auch in Zukunft nicht, weil er weiß, du kommst wie ein Hund, kommst du angekrochen wieder, egal was der macht. Come on, ey. Diese Bilder, oder diese Bilder zumindest, die habe ich eben auch gesehen im Lagerfeuer und die haben ja. Seine Erklärung. Als jedes Partybild, das ich jemals von dir hätte. Bist du aufgewacht neben der Frau? Das war, Sarah war wie eine super Freundin. Ich kenne Sarah nicht. Ja, nee. Sarah ist wie eine super Freundin, ist wie eine gute Freundin. Ich wiederhole die Szene. Komm, wir spielen ein Spiel. Wie heißt das Trinkspiel? Wir spielen ein Spiel. Hast du noch nicht? Okay. Warte, was hat die eine gesagt? Wer hatte noch nie einen Dreier? Und Schluck. Und dann Kelvin. Wer hat sich... Nee, du hast dir noch nicht vorgestellt, mit Sarah zu schlafen. Erinnert ihr euch noch an diese Szene? Ihr auch? Und Ludwig? Aber hier der Julia. Hey, dies... Hä, was denn? Das Mädchen ist wie eine gute Freundin. Klingelt es jetzt bei uns allen wieder? Nee, bei ihr noch nicht. Gut, vielleicht jetzt, wenn sie das Video sieht. Schickt der Julia mal dieses Video und sagt ihr, wenn ihr die Minutenanzahl hier sieht, ab wann sie es gucken soll. Dem Ludwig auch.
deshalb sage ich es dir ja. Oh, warte, ich höre nichts. Warte. Ja, und deshalb sage ich es dir ja. Sarah ist sehr jung. Sarah ist eine ganz arg lustige, ganz arg lebensfreudige. Er sagt einfach, du kleiner fucking Lügner, Alter. Er sagt, ich erkläre, oh Maria Püppchen. Er sagt, wenn ich das jetzt so erkläre, rutsch mal rein, halb ins Bild, du hast ja Kapuze an. Du weißt ja, Sarah, wie er sie eigentlich vögeln wollte. Ja. Weißt ja alles, so. Nee, pass auf. Ich wollte jetzt Juri vögeln. So, nee, ja doch, Juri. So, und man hat das gesehen, dass ich mit Juri aufgewacht bin und all sowas. D'accord? Und du willst das von mir eine Erklärung, weil du diese Bilder gesehen hast. Und ich sag dir dann, auch nach diesem Trinkspiel, du hast dir noch nie vorgestellt, mit Juri zu schlafen. Und ich trinke das. So. Und dann erkläre ich dir, du, Schatz, du, der Juri ist eigentlich nur, ist wie ein guter Freund, ist ein arg lustiger Freund, einfach nur. Die ist jung, die ist einfach nur wie eine gute Freundin, arg lustig. Und du sagst, ja, pass auf, sie sagt, ja, nee, und deshalb sage ich es dir ja. Sarah ist sehr jung, Sarah ist eine ganz... Juri ist einfach nur jung. Ganz arg lustige, ganz arg... Ist er ganz arg lustiger nur. Lebensfreudige. Total lebensfreudig ist der Juri. Einfach ein nettes Mädel, ja. Einfach ein netter Typ. Gut befreundet ist. Und so bin ich da auch in dem... Mit dem man einfach gut befreundet ist. So bin ich da halt auch so. Einfach nur, das war einfach nur deswegen, war ich gut befreundet mit ihm. Das würdest du mir da sagen? Nach den Bildern? Ich will dir gar nichts sagen. Ich will dich auch noch rotzen. Alter. Dankeschön. Kann ich da raus? Dankeschön, ja. Aber das wird noch cringiger. Passt auf. Moment eingeschlafen. Ich habe mir in diesem Moment... Ich bin in dem Moment eingeschlafen. Hör mal, bist du deppert? Die haben Trinkspiel gespielt. Über Dreier, Fünfer, Sechser, Zehner am Quatschen. Über Swingerclub, Puff, Muff, Herzchen, Märzchen. Schlafen, Vögeln, Drechseln, Schnackseln. Und sie so, ach so, ja, okay, die sind eine ganz arg lustige, ey. Wie Männer das so schauspielern können. Und die Frau so, ach so, ja, die Sarah, die ist halt jung und einfach nur eine ganz arg lustige. Mit dem er sich ganz arg vorgestellt hat, über die Münchner Berge zu schnackseln. Nicht das überhaupt. Oben, unten, von hinten, von vorne, schräg in alle Luken. Ja, so sieht's nämlich aus. Geringste gedacht, dass ich mich irgendwo da hingezogen fühle jetzt oder... Boah, Alter, der labert eine Scheiße! Irgendwas, ja, sondern es war tatsächlich, wir haben zu viert im Bett gesucht. Hotelzimmerparty. Und sie so, ja, also so eine Hotelzimmerparty. Also ist das so okay? Alter. Und er so, ja genau, ja, eine normale Hotel, das ist völlig normal, das machen wir alle immer so. Nach dem Lagerfeuer feiern konnte ich jetzt nicht und... Boah, labert die sich die Scheiße hast, schön. Dann zeichnen wir jetzt gut. Ja, aber nach dem zweiten... Boah, die ist so fertig, die Olle. Was hat die gesagt? Die sagt, ja, ach so, dann das ist ja ein Zeichen, wenn du Party machst, dass es dir gut geht. Ja, sehr gut sogar. Hör mal, die ist doch... Ich habe da nur mit der geschlafen, weißt du warum? Weil es mir einfach nur super ging. Also musst du es mir auch gönnen. Ich habe mega gute Laune gehabt. Wow. Deswegen habe ich direkt nochmal... Lagerfeuer, da ging es mir ja voll gut. Da habe ich doch die Bilder gesehen von einem gut gelaunten Mausebär. Da hatte ich überhaupt keine... Da habe ich doch die Bilder gesehen von einem gut gelaunten Mausebär von dir. Und weil ich gesehen habe, dass dir so gut ging, bin ich mit der Sarah eingeschlafen. Das ist die Erklärung. Und Julia so, dann ist ja alles in Ordnung. Fliegen wir auf die Malediven. Beim ersten Lagerfeuer von dir nur 6 Frauen im Bett und Abschlecken und nur sowas gesehen. Ich habe auch Gedankengänge so war's gehabt. Auch. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion von Ludwig auf mein Date, wie er guckt. Weil er wird... Ja, aber... Wird wahrscheinlich... Der sagt gar nichts. So, jetzt passt auf. Warte. Jetzt kommt's. Jetzt kommt das cringigste ever. Sie hat für sich ein paar Sachen mitgenommen. Echt, Julia? Welche sind das denn? Lass mal hören. Sei mal ein Vorbild. Als emanzipierte, taffe, selbstbewusste Frau für uns Frauen. Zeig uns mal, wie das funktioniert. Was hast du dir mitgenommen? Ich
ich will die Aufmerksamkeit, wo ich dich ein paar Mal drum gebeten habe. Ich will die Aufmerksamkeit, wo ich dich ein paar Mal drüber gebeten habe. Ach so, die Beziehung ist ja intakt, hundertprozentig. Aufmerksamkeit kriegt sie aber nicht. Aber okay, weiter. Was willst du noch? Ich will, wenn ich gestreichelt werden möchte. Ich will, wenn ich gestreichelt werden möchte? Dass du mich richtig streichelst. Dass du mich richtig streichelst? Also nicht so. Gib mal deinen Kopf. Ja. Also nicht, sieht man das noch? Nicht so. Hallo. Sie will richtig gestreichelt werden, okay? Ja, warte mal ganz kurz, wie kriegt man das bei Temptation Island mit? Was? Dass man richtig gestreichelt werden will. Sie sagt nur ihre Anforderungen für die zukünftige Beziehung, für die 100% intakte Beziehung. Das kriegt ihr bei Temptation Island mit. Ich will gestreichelt werden. Naja, okay. Sie hat noch weitere Ansprüche, Freunde. Die sag ich ja. Eine taffe, selbstbewusste Frau sagt jetzt, was sie will. Ich will verführt werden. Ich will ausgezogen werden. Warte. Ich will ein Vorspiel. Jetzt stellt euch vor, wie die beiden schnackseln. Machen wir das jetzt auch vor? Nein. Ach so. Jetzt, ihr müsst euch jetzt vorstellen, sie sagt, sie will verführt werden, ausgezogen werden, gestreichelt werden, ein Vorspiel. Das heißt, all das hatten die nicht vorher bisher. Die haben angezogen gefühlt. Er hat so viel Liebe für sie übrig, dass er gesagt hat, setz dich auf den Tisch, Schatz. Nee, warte, besser. Dreh dich rum, beug dich auf den Tisch, rock nach oben, String wird weggerissen und die Hose brauchen wir gar nicht aufmachen. Wir machen nur den Reißverschluss und hören den Loris da raus und klatschen den einfach drauf. Vorspiel, Küssen, Streicheln, überbewertet. Ich will das Vögel. Ja, gut, das ist Liebe, oder? Ja, gut, aber manchmal. Manchmal? Ja, im Fahrstuhl. Fahrstuhl? Zum Beispiel, wo man keine Zeit hat. Oder irgendwo in der Umkleide. Okay, aber du verstehst nicht, sie bekommt das nie. Ja, ich verstehe das schon. Warum habe ich mich in dich verliebt? Oh, das ist eine Frage, die ich nein, meine. Nein. Ich meine jetzt hier bettmäßig. Was habe ich immer zu dir gesagt, was ich mega toll fand? Vieles. Nein. Ja, mit dem langsamen Ausziehen und so. Habe ich das nicht gesagt? Dass du das voll zärtlich machst und so? Erinnerst stimmt, du dich? Stimmt, du hast gesagt, das ist zärtlich. Stimmt, du hast recht. Dass du dir Zeit nimmst, was richtig machst und so weiter. Und das ist der Hammer. Das stimmt. Was willst du denn, Mann, der dich einfach nur vögelt wie ein Karnickel? Der sagt, Ausziehen überbewertet. Küssen? Hä, was denn? Vorspiel? Nee. Aber die Männer vergessen ganz, dass wir Frauen ein Vorspiel brauchen. Weil sonst ist es da unten trocken wie die Wüste, Freunde. Es sei denn, man ist gedanklich so geil, vorher schon irgendwie geworden. Aber es geht noch weiter, was sie fordert. Nachspiel. Ja, ich will mehr Frau sein. Bisher nämlich war ich ein Fickschnitzel. Ja, muss man einfach mal so sagen. Sollst du alles haben? Nach jahrelangen Beziehungen sollst du alles haben. So jetzt, so okay, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, was eine Frau will. Selbstverständlich. Ja. Immer raus, du bist. Selbstverständlich, weil vorher hast du es mir zwar auch gesagt, aber es ist mir scheißegal. Aber hier bei Temptation Island VIP habe ich endlich gelernt, wie man eine Frau behandelt. Nämlich, man hört ihr zu, man streichelt sie, wenn dann richtig und nicht einfach so. Man zieht eine Frau richtig aus beim Rumschnacksel, man gibt ihr ein Vorspiel. Aber jetzt ist es wie Schuppen vor den Augen. Ah, so geht das. Ich bin zwar 46, aber jetzt, okay, so, ach so. Die Alte ist durch. Ja, warum hat er denn vorher keinen, warum hat er keine Anleitung bekommen? Und sie so. Okay. Ich glaube, es ist auch jetzt an der Zeit, dass ich euch hier entlasse. Ja, und ich entlasse diese Scheiße hier auch. So, Freunde, das wollten wir uns nochmal geben, damit ihr alle auch aufpasst und ja wisst, worauf es in einer Beziehung ankommt. Boah, ich schwitze vor Energie, ne? Vor Energie rauslassen. Ey, boah, Freunde, also das ist ja, ne, das ist auch gar nicht mehr witzig, ne? Also das ist schon so, dass, also, das das schlechteste Beispiel ever, wie eine Beziehung zu funktionieren hat. Das ist gar kein Beispiel, das ist einfach nur, what the fuck,
Freunde, what the fuck. Lasst euch so niemals von Männern behandeln. Fordert immer das ein, was ihr selber auch gebt. Das habe ich immer gesagt. Ihr macht das nicht wie die jahrelang. Ja, mein Mann streichelt mich nicht. Wenn, dann kack. Ich bin auch kein Typ für Zärtlichkeiten. Das stimmt. Genau. Aber, ja, bin ich auch nicht. Ne? Aber wenn ich, ne, wenn ich das dann mache, mache ich das. Ja, weil ich dann weiß, es tut ihm ja gut. Er liebt das. Weil ich ihn liebe, gebe ich ihm dann das. Ja, das Streicheln. Oder, ne? Man, das ist ja Liebe so und auch das Sexuelle oder so, da guckt man ja, was mag man und dann passt es und dann, hey, was magst du, ich mag das und dann findet man sich, dann vereint man sich, das ist Liebe. Aufmerksamkeit geben, das Mindeste in einer Beziehung, sie so, kann ich bitte in Zukunft Aufmerksamkeit bekommen, hör mal. Ich frage mich echt, wie geht das nicht in der Beziehung? Ja, das siehst du doch. Ja, ich würde es gerne mal wissen. Ja, mit 45 sollst du echt wissen, was man will als Frau. Geht raus und lernt, aber nicht von den Opfern hier. Ich hoffe, euch hat gefallen die Temptation Island VIP-Reihe. Wenn ja, freue ich mich über eine Bewertung. Und ja, das nächste wird dann Couple Challenge sein. Das ist mal cringe. Macht es gut, Freunde. Ich hab euch lieb und bleibt gesund. Und Vorspiel nicht vergessen, ne? Ciao.